der Plastik-Pokal. Wenn ich das guck, ist mir alles fick egal. Ich mag in See planschen gehen. Oh, Neville, hör auf, das zu trinken. Das ist industrieabfallverseuchtes Güllewasser. Nimm noch einen Schluck. Okay. Du hast überhaupt keinen Badeanzug an. Ich dachte, du wolltest schwimmen gehen. Nein, das ist mir peinlich. Ich hab Orangen. Hallo. Ich will da nicht hingehen. Nein, guck mal, da ist Neville. Ich kotze gleich auf meine eigene Scheiße, Alter. Ja, oh nein, Mann. Oh, bitte. Jemand muss ihm das doch sagen. Nein, du sagst ihm das. Ey, ich hab keine. Doch, du kannst es besser jetzt gehen. Was? Also ich versuch's kurz und schmerzlos zu machen. Ron, Ginny und ich sind jetzt das berühmte Gryffindor-Team. Naja, und du gehörst nicht mehr dazu, weil wir nicht mehr mit dir rumhängen wollen. Was? Was? Wieso willst du lieber mit Ron rumhängen als mit mir? Tja, wieso eigentlich? Ja, weil du lesbisch bist und Ginny magst und ich bin halt dann so der Bruder. So, ne? Ach so, ja, macht Sinn. Ich weiß langsam selber nicht mehr, was für eine Sexualität ich habe. Und ich hab dich eigentlich eh niemals richtig gemocht. Also, mach's gut. Und ich bin keine Eule! Okay, alles klar. Komm mit, Ginny, meine beste Freundin. Lalalala. Ja. Tschüss. Und die so, Hagrid ist voll scheiße. Und ich so, was? Ihr sagt was gegen meinen Freund Hagrid? Fickt euch. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Mhm. Das hast du wirklich gesagt? Ist ja lieb. Ja, und dann habe ich sie natürlich zusammengeschlagen, weil niemand sagt was gegen dich in meiner Nähe, ne? Ja. Da klebt ein totes Tier an deiner Jacke. Nein, das ist eine Blume. Ich habe mich schick gemacht. Was stinkt dir denn sonst wie so ein totes Tier? Geht ein Vergewaltiger mit einem kleinen Jungen in den Wald, sagt der Junge. Ganz schön gruselig hier, sagt der Vergewaltiger. Was soll ich denn sagen? Ich muss nachher alleine nach Hause. Alter, ich finde das jetzt nicht so witzig. Hey, du ziehst dir lieber den Unsichtbarkeitsmantel, einen Unsichtbarkeitsmantel an. Du meinst den, der unsichtbar macht? Okay, zufällig habe ich den dabei. Guck, ich bin unsichtbar. Ja, hallo. Na, das ist ja ein Zufall. Sie auch hier im Wald? Oui, zufällig. Ist das nicht merkwürdig? Wir haben beide dieselbe Stimme, nur ich labere mit französischem Akzent. Ja, ich finde das voll sexy. Ich will mir das nicht vorstellen. Nein, jetzt ist das Bild in meinem Kopf. Na toll. Wo kommt diese Stimme her? Sind wir allein? Ja, na klar. Ich wollte dir übrigens was Besonderes zeigen. Komm mal mit. Hier, die Blätter versperren voll die Sicht. Da, guck mal. Etablissement Balkon. Beste Idee war das eigentlich, feuerspeiende Drachen in einen Wald aus Holz zu bringen. Oh Mann, voll die schlechten Stuntmänner, die verbrennen ja alle. Ich glaube nicht, dass das Stuntmänner sind. Doch, sonst würden sie ja nicht für den Film verbrennen. Was für ein Film? Potter stinkt. Was? Ich stinke? Und wieso ist das untertitelt? Warum haben alle... Guck mal hier, das gab's in der Bravo. Hallo, wir sind Statistenkinder, die du noch nie zuvor gesehen hast, aber wir hassen dich trotzdem. Oh, lass mich in Ruhe, unwichtigen Nebencharakter. Moin, Zettel. Oh, hi, Harry. Seit wann hast du denn Freunde? Oh, die wollten mich eigentlich gerade abziehen. Gut, dass du gekommen bist. Hey, hier, gib mir dein iPod, hat voll scheiß Musik. Tschüss, Leute. Ja, ich wollte dir übrigens schon lange mal was sagen, ne? Also, ich kenne dein Geheimnis. Was? Ja, ich weiß genau über dich Bescheid. Oh. Oh, scheiße. Du weißt, dass ich ein Vampir bin? Mhm. Oh, das darfst du aber keinem erzählen, ja? Bitte schreib kein Buch darüber oder mach einen Film darüber, ach, ja? Ach, ich doch nicht. Voll viel Mühe gegeben, hab sogar kleiner als 3 hingeschrieben und Harry hat niemals geantwortet. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, warum du jemals mit dem befreundet warst, weil jeder weiß doch, dass Harry voll zurückgeblieben ist. Hey, ich merke das wohl, dass ihr gerade über mich lästert, ne? Nee, wieso? Ja, ich habe aber meinen Namen gehört. Wir reden über einen anderen Harry. Ach ja, es gibt noch einen Harry in diesem Film? Was für ein Film? Komm auf deine Welt. Ich meine, das wäre doch irritierend, wenn jemand anders so heißen würde. Hey, Potter, hast wohl keine Freunde mehr, weil du den ganzen Tag vorm PC sitzt? Warum kletterst du zur Abwechslung nicht mal auf den Baum? Mhm, richtig coole Kinder machen das nämlich, so wie ich. Und wenn du noch cooler bist, springst du einfach so runter. Guck. Hui. Mein Fußgelenk tut fast gar nicht weh. Alter. Draußen in der Natur sein ist voll gesund. Also, wenn du mich nervst, ey, halt die Fresse. Deine Mutter, ne? Deine Mutter ist nicht Mutter Natur. Du bist geboren von Mutter Mülltonne. Ja, jetzt hab ich sie. Niemand sagt was gegen meine Mutter. Du gehst steil los. Oh, ein Kätzchen. Nein, das ist ein Hund. Du dämliches Wiese, du solltest ein Hund werden. Na los, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. So, das wird erledigt. Hey, was wird jetzt aus Draco? Ist er jetzt tot oder sowas? Hallo, das war unnötige Gewalt. Was, ich rede mit Ihnen, hallo.
Sind sie taub oder dumm? Was ist denn hier? Das sieht ja aus wie in einer Folterkammer. Wie ein geheimer Porno-Dachboden. Oh Gott. Junge, ich will dir mal erzählen, wie ich mein Bein verloren habe. Das ist nämlich eine traurige Geschichte. Kann mir gleich noch erzählen, wer zusammen mit Hitler die Dinosaurier bekämpft hat. Das kann ja lustig werden. Ich hasse alte Leute. Erinnerst du dich daran, wie ich gesagt habe, dass Hauswirtschaftslehre ein ernstzunehmendes Fach ist? Nein. Tja, mein Bein, das habe ich verloren beim Kartoffelschälen. Und mein Auge, das ist mir beim Zwiebelnschneiden einfach in die Luft geflogen. Oh. Warte mal, für wen soll das Autogramm sein? Wer will denn von Ihnen ein, für Etienne. Guter Scherz. So einen bescheuerten Namen hat niemand. Aber, so, jetzt komm mal her, wir besprechen deine Note in Hauswirtschaftslehre. Und jetzt hör zu, das ist wichtig. Mir ist aufgefallen, dass du dich überhaupt nicht meldest. Die mündliche Note ist aber ausschlaggebend. Bla bla bla, 4 bla 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 bla. Außerdem vernachlässigst du deine Hausaufgaben. Bla 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 bla. Deine Mappe sieht überhaupt nicht gut aus. Du musst die mehr pflegen, voll die Zettelwirtschaft. Bla 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 bla. So, und manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir gar nicht zuhörst. Ich sollte irgendwas sagen, bevor er merkt, dass ich ihm nicht zuhöre. Ach Junge, und hast du noch irgendwelche Fragen? Was ist eigentlich mit ihrer Stimme passiert? Weil die ist ja nicht ganz... Wieso? Was ist mit meiner Stimme? Nichts, sie ist vollkommen normal. Oh, shalala, wash. What the f***? Bass drop! Geld, wer möchte wetten? Ich möchte wetten, dass Cedric am Ende stirbt. Nein, das zählt nicht, das weiß doch mittlerweile jeder. Ach ja... Oh, im Hintergrund sind 2 Goldfischgläser mit Pisse drin. Wie interessant. Hä? Oh, das war ich. Naja. Oh, ist mir langweilig. Ich dreh mich mal. Hui. Ja. Harry? Hä? Harry, bist du hier irgendwo? Oh, du bist Zelt, der Bus, der Kerl. Harry? Bist das du? Ja. Also, wie geht's dir so? Ich hoffe gut. Ja, muss ja, ne? Also ich wollte nur sagen, du hast eine CD von mir. Ja, kannst gern haben. Ja, gut. Ich vermisse dich so. Wow, das wird eine Schlagzeile. Harry Potter knutscht mit irgendwem. Danach Schwangerschaft, dann Abtreibung und danach Tod. Durch ein Meteor. Das ist eine gute Story. Dann steht er wieder auf und hat durch den Meteor Superkräfte bekommen und kann plötzlich nicht nur zaubern, sondern auch mutieren. Ja. Hey. Сука, ёбаная, блядь. Тебе в ебальник нахуярю, в рот насру. Also ich stehe auf diese Sprache, was auch immer das ist. Englisch oder so. Also von dir mache ich auch mal einen Bericht, Süßer. Oh yeah. Kabusch. Yo, was geht, Digga? Check mich, kommt alle zu meinem Checkpoint hier. Yo, ich hab hier Fat Press eingeladen, die machen Fotos. Yo, jetzt bin ich das biggeste Battle-Event, ne? Ich wollte nur mal... Wer bist du denn? Ich bin... Ach, niemand. Ich bin ja, halt niemand. Ja, dann hol mal deine Pokémon raus, Süßigkeiten, Mann. In Ordnung, dann stellt euch alle in einen Kreis auf. Und du, blondes Mädchen, kommst du mir. Und du, komischer Pole, du gehst weg, ganz weit. Und du, Brillenschlange, stellst dich hier neben mich. Und du, Blondie, fass jetzt hier meinen Sack an. Komm her, fass rein. Pommes frites? Repertoire. Oh Mann, hoffentlich kriege ich ein Glumanda. Oh, tut mir leid, es ist nur ein Pikachu! Oh, ich hab das Gefühl, du wirst heute sterben! Und was wird Potter wohl kriegen? Den Hornschwanz. Wie war das? Ach, nichts. Hurensohn. Was sagst du? Nichts. Pissnelke. Wie war das? Ich hab nichts gesagt. Spasti. Was sagst du? Gar nichts. Oh, das piekst ja wie Sau. Zum Glück habe ich meine vollschützenden Gothic-Handschuhe an. Ja, das Battle beginnt übrigens bei einem neutralen bis unauffälligen Zeichen. Tja, das war das Zeichen. Zeit zum Sterben, Zettel. Okay, okay. Bleib ganz ruhig. Du bist der Junge, der am Ende stirbt. Nicht in der Mitte vom Film. Nicht in der Mitte. Nicht in der Mitte. Bass drop! Bass drop! Bass drop! Out! 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 You got $100 bill, get your hands up! You got a